Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von My Time at Portia. Was geht ab? Nicht viel. Aber es läuft. So, wir sind schon im zweiten Jahr. Wie sehe ich denn aus? Da war ja was. Irgendwas wollte man machen. Fortgeschrittene Textilmaschine. Langstreckendings. Ich weiß, wir hatten noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Glaube ich zumindest. Bin mir aber jetzt auch nicht zu 100%ig sicher, was genau ich zu tun hatte. Ich muss auf jeden Fall den Langstreckenbus abgeben. Haben wir noch Wochenende? Es ist Samstag, das ist sehr gut. Aufzug installieren. Okay, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Hier können wir das mit der Textilmaschine machen. Okay. Ich muss immer mal ein bisschen reinkommen. Hallo Handwerker. Danke, dass du mich und mein Erzförderungsvorhaben unterstützt. Ich habe unglaublich Unterstützung von der Gemeinschaft erhalten und kann jetzt loslegen. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich brauche ein Förderband in der Nähe der Mine, das das Erz an die Oberfläche transportiert, damit ich den Betrieb aufnehmen kann. Kannst du es für mich bauen und installieren? Ich habe die Baupläne mitgeschickt. Ja, schon gut. Ich habe das seit einer ganzen Weile vorbereitet. Haha, Dana. Okay, ich muss allerdings jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Die Textilmaschine. Die fortschrittliche Textilmaschine. Das hier. Stahlplatten, Bronzerohre. 8 Stahlplatten und 4 Bronzerohre. Okay. Habe ich doch anscheinend. Aber Stahlplatten hatte ich anscheinend nicht genug. Holzkohle, Bronzewagen. Einfache Schaltkreise. Die habe ich aber noch nicht rausgeholt, die einfachen Schaltkreise. Irgendwas wollte ich. Ich weiß nicht mehr was. Was fehlt denn? Einfach ein Schaltkreis, okay. Hi. There used to be. Goodbye. Goodbye. Die einfachen Schaltkreise, aber das kriegen wir hin. Ich weiß, dass ich die habe. Irgendwo werde ich sie schon haben. Sagte sie. Wir würden schon irgendwo hier rumgeistern. Das sind Silikonchips. Ah, hier habe ich sie doch. Das Gute ist, dann können wir auch die zweite Maschine dafür verwenden, dass sie das baut. Und dann kann ich mit dem einen das andere bauen. Mir ist das immer noch nicht so ganz klar, wie das genau so funktioniert mit diesen komischen Aufträgen. Aber okay. Eine. So. Ich weiß, ich wollte noch irgendwas bauen. Die Frage ist, was? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte den Allesschneider bauen. Wenn ich ihn finde, da. Dazu brauche ich nämlich den Ofen, Dings und die Dingsbums. So, das wollte ich nämlich bauen. So. Als erstes das hier. Dann kommt. Nee. So rum. Dann kommt der da drin, bümselt. Und dann fehlen nämlich nur noch die Stahlplatten und die Stahlhüllen. Und die Stahlplatten habe ich nicht.
wie viele Stahlplatten? 2 Stahlhüllen, okay. Da fehlen mir die Stahlplatten. Ich brauche aber noch eins, so ein komisches Ding hier. Dann kann ich davon nämlich 2 machen. Dann fehlen mir nur noch 2 Stahlplatten. Und die habe ich hier. Was wird jetzt noch? Nochmal Stahlplatten. Oh. Wird das denn nie auf? Ah, schön, das Ding ist auch fertig. Dann können wir die Sachen abgeben. Während die ja denn hier noch so am Machen sind, können wir das hier abgeben. Stimmt, ich wollte nämlich 3 so Stahldinger machen und das hier. Jetzt weiß ich es wieder. Oh, ich habe keinen Bock mit dir zu spielen, Emily. Ich werde ja nichts sagen, aber du bist nur leicht nervig. Wir müssen auch unserem Geliebten etwas geben. Ein Kräutertier hatte ich dafür, glaube ich, extra, ne? Hat auch nicht diesen Monat der Bürgermeister Geburtstag? Ja. Den gucken wir mal. Antoine kriegt von uns. This looks very nice, as expected of you. The mayor will be. Hi. Und den Handelsauftrag. Bäm. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind schon geil. Da. Da war er. Geh doch mal weg. Wie soll ich denn meine Arbeit machen, wenn du mir im Weg stehst, mein Freund? Was soll ich? Keine Ahnung. Halt da. Na, ich guck schon hin. Ich bessere mich. Manchmal ist auch irgendwo einfach nur was dreckig. Okay, hier komme ich nicht drauf. Was ist denn hier so Schönes? Wir brauchen einen Langstreckenbus und ich schon wieder. Ja, schon. Okay. Dann bauen wir jetzt gleich den Langstreckenbus. Ha! Also, den Higgins haben wir jetzt schon mal abgedingst. Abgehangen. Abgehängt. So. Ja, Deutsch ist heute sehr schwierig für mich. Hm. Gucken wir nochmal, was der Langstreckenbus braucht. Ich habe es tatsächlich vergessen. Aber zum Glück sind wir auf alles vorbereitet. So, der Langstreckenbus. Getriebe. Hier. Gummireifen. Edel Alu. Oh nein. Nicht schon wieder Stahlhüllen. Okay. Machen wir denn mal. Doch, nur viermal Edelalu. 1, 2, 3, 4. Die sind alle noch so ein bisschen am Machen. Aber okay. Das braucht noch ein bisschen. Was habe ich gesagt? Was brauche ich noch? Gummireifen, 4 Stück. Die kann ich doch bestimmt auch so machen. Da brauche ich Bronzebarren für. Nee, Einzelsitze. Was brauche ich dafür? Holzbretter und Leder. 8. 6-mal Leder? Oder wie viel? 6-mal Leder. Die sind noch beschäftigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kannst du nämlich schon mal starten. Attacke, mein Freund. Du bist soweit. Du bist auch gleich soweit. Was kann ich noch machen? Die Stahlhüllen könnt ihr schon mal machen. Gucken, wie viel ich davon so zubereiten kann. Immerhin schon mal 2. Das geht ja.
Wir könnten aber mal gucken, wo unser Liebster ist. Der ist oben in der Klinik tatsächlich. Wir müssen uns da ja ein bisschen ranhalten. An den ganzen. Damit der uns ja nicht abhaut. Da hinten muss der Aufzug hin. Ich sehe schon. Danach können wir die Bronzebarren machen. Die Bronzebarren gehen ja relativ schnell. Also, das ist ja lächerlich. Habe ich keinen Stein mehr? Oh, jetzt weiß ich, wir müssen auch noch unser Stein umdingsen. Das zu Holz machen. Hello. How does someone's mental health affect one's physical being? Sorry, I was miles away. Hi. Hi. I got a letter from my master in Seaside. Ja, du hast Kräuterrezepte von dem bekommen. Herzlichen Thank Glückwunsch. You very much. Bitte. Oh, ich kann nicht mit ihm spielen. Schade. Schade. Ich dachte, wir könnten mal wieder auf ein Date gehen. Aber okay, dann nicht. Dann halt kein Date. Mit dir können wir hey. Auch mal quatschen. So, Molly's a flying pig. I've heard a lot about them. They're supposed to be invincible fighters. Molly ist also ein fliegendes Schwein. Das kann man auch falsch interpretieren, ehrlich gesagt. Also wenn man den Satz so liest, das kann auch nach hinten losgehen. Hello. Molly was so cool when she demonstrated some moves for us. Even Toby didn't have anything to say in the end. Bye-bye. Bye-bye. Irgendwo sind sie ja schon putzig. Die zwei Süßen. Aber das mit dem fliegenden Schwein ist schon so ein bisschen hart. So, hier mache ich das mit dem Dings, ne? So. Ich brauche eigentlich nicht so viel Stein. Machen wir es so. Was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben 33.000. Frühlingsfußboden. Mhm. Ich hätte ganz gern irgendwie was Simples, Einfaches. Ich sagte simpel, einfach. Wollen wir uns die Frühlingstapete zulegen? Ich finde den Boden eigentlich ganz hübsch. Ich habe halt nur Angst, dass das so ein bisschen einfacher Fußboden. Ich hätte ganz gern einfache Tapete. Aber das ist das, was so zerrissen aussieht, ne? Das hatten wir ja schon. Ich will halt ungern so Mädchentapete. Ich weiß, ich wollte das Geld sparen. Erzählt mir nochmal, wofür ich das Geld sparen wollte. Für ein größeres Haus? Maybe? Hey, I have met Molly before. It was when I went to their guild's entrance exam. Is it for me? Bitteschön. Mal ein bisschen mehr Platz hier in meiner Tasche. Ja, ich wollte das Geld sparen. Eigentlich wollte ich... Ja, ich wollte das Geld sparen. Ich meine, hier kann ich ja nicht. Was war das jetzt hier? Ach ja, ich habe die Stahlplatten gefehlt. So, was brauchte ich? Gestärktes Glas zweimal. Habe ich aber allerdings auch schon. Was ist denn mit meinen Stahlplatten hier? So, das nehmen wir mal an mich. Ja, absetzen. Dann nehmen wir mal den und dann wird mir angezeigt, was ich brauche. Da können wir schon mal zwei machen.
Da fehlen mir die Holzbretter. Ach, ich brauche 8-mal Leder. Nee, Quatsch, 6-mal. Und noch 11. 11-mal Holz. Komm, dann kannst du doch. Für die 10 Stunden. Und du kannst dann die restlichen machen. Ja, machst du noch 5. So. Was fehlt noch? Andersrum, so rum. So, das hätten wir. Da fehlen mir die Stahlplatten mal wieder. Ach, Bronzebarren, stimmt. Bronzebarren. Also, wie viele brauche ich insgesamt? 4. Also, ich kann heute nicht rechnen. Was ist denn los mit mir? So, pro Reifen brauche ich 2. Ich brauche 4 Reifen, also brauche ich 8. Also, 7. Himmelarsch und Zwirn. Kann doch nicht so schwer sein. Ich brauche nur einen davon. Könntest du vielleicht noch so 8 davon machen? Mir ist das Eisenerz schon wieder ausgegangen. Immer das gleiche Problem. Und Gummifrüchte habe ich auch keine mehr. Ja, lol. Was ist denn da los? Sonst krieg ich doch immer, habe ich doch sonst immer so viel Gummifrüchte. Doch, ich glaube, so gefällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Dann gehen wir mal Gummifrüchte besorgen. Lasst mich überlegen. Das könnte man, glaube ich, bei Dings machen. Wie viele insgesamt brauche ich denn? 4. Also insgesamt 16. Dann gehen wir mal ein bisschen Bäume treten, würde ich mal sagen. Da fällt doch sonst immer eine Gummifrucht runter. Da ist doch schon eine. Also morgen früh werden die ganzen Sachen wahrscheinlich fertig sein. Was? Keine Gummifrucht? Jetzt haben wir aber schon mal 9. Das heißt, wir könnten rein theoretisch 2 Reifen machen. Habe ich sonst nie so viel Glück. Dass da mal was anderes außer Gummibäume, Gummifrüchte runterfallen. Aber jetzt wollen sie mir sagen, jetzt kommen keine Gummifrüchte, jetzt wo ich sie brauche. Das ist doch lächerlich. Jetzt haben wir schon 3. So, noch 4 Stück brauchen wir noch. Oh, ich glaube, hier fällt gar nichts runter. Dann gehen wir halt mal hier in den Verein gucken. Hier fällt doch garantiert was für mich ab. La Cocon. Ich habe gar nicht gesehen, ob da überhaupt was runtergefallen ist. Sind das wieder so Obstbäume? Nee. Einmal, immer dreimal treten, dann läuft das schon. Hallo Yadi, schön, dass du da bist. Bist du heute gut rausgekommen? Okay, ich habe meine 10. So, jetzt schon 12.
Wo war die Haltestelle da? Wir könnten auch mal gucken, was hier die eine braucht für Erze. Jetzt weiß ich gar nicht, was die überhaupt braucht, die Frau. Gucken wir mal bei den Missionen. Aluminium-Legierungsgerüst. Man hat ja auch sonst keine Lust zu irgendwas. Kann ich davon irgendwas machen? Nee, da fehlt mir alles noch ein bisschen was. Ach, schön, dass ich die ganze Zeit hier Dings mache, aber ich brauche ja auch Stahlplatten. Wie viel brauche ich? 4. Ich frage mich schon, warum... Ah, ich habe nicht genug Materialien. Ah, wie böse. Ahaha. Ih, das ist ein böses Foul. Da können wir schon mal welche machen. Eidadei, das ist ein böses Foul. Du hast dich verfahren. Was ist denn passiert, dass du dich verfahren hast? Warst du so müde? Also ich brauche hartes Aluminium. Das kriege ich aber hin. Also ich brauche 2 Stück. Das heißt, ich brauche 10-mal mit Zement. 10. Okay. Das kriegen wir hin. 10-mal Aluminiumplatten, bitte. Ach ja, doch. 10 Stück. So. 10-mal hartes Aluminium. So. Und Zement. Ich glaube, das mache ich hier, oder? Zement, dazu brauche ich Zeolit. Alter, du machst mich wahnsinnig. Wer soll ich das denn nehmen? Status überprüfen. Ja, da ist er. In 15 Tagen kommt es. Also muss das halt jetzt noch 15 Tage warten. Predible aber auch. Kann das Ding mal nicht ein bisschen schneller wachsen? Ich hab's gewusst. Ah, okay. Okay. Jetzt verstehe ich das. Aber wäre es denn nicht für dich vielleicht praktischer, da in die Nähe zu ziehen? Also in die Nähe von deinem Arbeitsort? Hast du daran schon mal so gedacht, so gesehen? So als Frage. Mir fehlt noch ein Holzbrett. Wer von euch macht mir jetzt das... Oh, das braucht eine Stunde, okay. Ich nehme es zurück. Wir müssen morgen in die Mine gehen. Aber ich glaube, ohne Navi, wenn ich Auto fahren würde... Ich kann zwar... Ich hab kein Auto. Aber ich glaube, wenn ich Auto fahren würde, ich wäre ohne Navi extrem aufgeschmissen. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich tiefsten Respekt vor Autofahrern habe. Vielleicht hätte ich auch gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht. Autofahren ist nicht so meins.
Ach du Mario, ist doch schön, wenn du dein Dorf magst. Ich habe mein Haus ein bisschen umgestaltet. Jedenfalls den Fußboden und die Wände habe ich ein bisschen geändert. Ich bin ja eher so ein Stadtkind, ehrlich gesagt. Obwohl das hier, so wie es gerade, wo ich jetzt wohne, das ist eher so eine Kleinstadt. Hier sagen die schon so um 19 Uhr, sagen die denn so Feierabend jetzt? Ab ins Bett? Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Ich muss ihn. Es hat geblitzt. Und eine Handelsgilde. Sehr schön. Ein Schnitzermesser. So. Dann gucken wir mal, was wir denn schon jetzt machen können. So, davon nehmen wir mal, davon nehmen wir mal. Wir müssen in die Mine. Wir müssen. Dingsen. Ach, den verbesserten Motor muss ich auch noch reintun. Da dauert es ja noch. Wo war denn das? Hier, ne? Na schön. Aber wie geht's dir denn sonst so? Ich denke mal, wenn du erstmal ein paar Mal gefahren bist, mit dem Auto zur Arbeit, glaube ich, verfährst du dich gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, eine reine Übungssache. Ich bin ja jemand, jedes Mal, wenn ich irgendwo hin musste, ich bin, glaube ich, den Weg einen Tag vorher oder zwei Tage vorher immer noch mal abgelaufen, damit ich auch ja weiß, wo ich hin muss. Weil ich so Panik immer hatte, so mich zu verfahren oder zu verlaufen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin aber auch ein Typ, ich gucke, glaube ich, bevor ich irgendwo hinfahre, gucke ich bestimmt 10 Mal oder so auf meine Liste, wo ich mir den Routen vom Routenplaner ausgedruckt habe. Das Ding könnte gleich um die Ecke sein. Ich würde trotzdem 10.000 Mal drauf gucken. Weil ich ja auch so einen schlechten Orientierungssinn habe. So, ich habe mich mit meiner Freundin im Haus der Geschichte getroffen, ne? Und das Haus der Geschichte ist nur 2 Haltestellen von meiner Universität entfernt. So. Ja, was mache ich? Ich habe bestimmt, bevor ich losgefahren bin, 5 Mal über einen Routenplaner aufs Handy geguckt. Selbst meine Arbeitskollegin war schon genervt und hat gesagt, ne, du fährst damit und dann läufst du einfach das Stück. Aber trotzdem. Man ist halt so unsicher, so wenn man so manche Sachen einfach nicht gemacht hat. Da fehlt mir das Selbstvertrauen. Klar kann man jederzeit noch Leute fragen, so nach dem Weg und so, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Man fühlt sich trotzdem so unsicher einfach. So, ich fühle mich einfach selbst... Selbst wenn ich auf diesen blöden Zettel nicht mehr drauf gucke, fühle ich mich aber, sobald ich diesen Zettel in der Hand habe, einfach sicherer. Oder wenigstens übers Handy gucken, so. Das kann mein Vater zum Beispiel besser. Als der mich besucht hat, der bleibt eigentlich meistens immer, ist er denn in Köln geblieben. Der hat am ersten Tag seine Stammkneipe da gefunden. Ich hätte ihn irgendwo in Köln aussetzen können in der Stadt und der hätte die garantiert gefunden. Und dann sagt er zu mir, ja, wenn dein Bruder kommt, zeig dir mal die Kneipe.
Und ich denke mir so, was für eine Kneipe? Wo sollen die sein? So, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal an Eisen. Hallo. Ich bewundere solche Leute, die einfach keinen, denen das überhaupt nicht interessiert, wo die sind. Die laufen einfach schnurstracks los. Soldat mit Zepter. Also ich weiß nicht, hätte ich ein Auto, ich würde mich, glaube ich, übelst verfahren einfach. Ohne Navi wäre ich wirklich aufgeschmissen. Wie spät ist das denn? 12. Wir müssten rein theoretisch noch in die Handelsgilde. Also wirklich Bock auf die habe ich nicht, ne? Energielampe, Teil 1. Ich habe jetzt angefangen, das Buch zu lesen, Er ist wieder da. Ne, wo Hitler wieder in Berlin aufersteht, so gesehen. Hab jetzt schon die 200 Seiten. Aber ich glaube, mein Buch ist das nicht so. Ich komme darauf irgendwie. Nicht, dass ich es schlecht finde, aber ich finde es jetzt auch nicht richtig gut. Ich weiß nicht, ist nicht mein Witz. Weil es mir irgendwie noch nicht so klar ist, wo das Buch hin will am Ende. Soldatenklinge. Kennt einer von euch das Buch? Ach, in der, ach ja, stimmt, es gibt ja noch einen Film, ne? Stimmt, es gibt ja auch noch einen Film davon. Ja, ich will eigentlich immer erst die Bücher lesen, bevor ich die Filme angucke. Ein ganz halbes Jahr wollte ich mir auch angucken. Weil ich das Buch halt auch sehr schön fand. Und ich mag eigentlich die Schauspielerin. Und der Trailer war halt schon so schön. Aber wie war denn der Film, wenn ich mal fragen darf? Also lohnt es sich, den Film zu gucken oder eher nicht so? Also den Film nicht angucken. So schlimm? I took a look at the plane parked outside. It's using older engines, but it's been maintained very well. See, why? So schlimm? Also, ist er jetzt nicht witzig oder ist er einfach nur so klischee-mäßig? Ah, okay, du hast auch das Buch gelesen. Ach nee, von welchem Film reden wir jetzt? Ein ganz halbes Jahr oder er ist wieder da? Achso. Der war so schlecht. Also, der Film war nicht so, also, nicht so schön. Der Trailer war ist aber so schön. Darum dachte ich, dass vielleicht auch der Film ganz schön ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich diese eine Szene, wo sie sich auf dem... Gott, wo ist das? Auf diesem Gelände da wieder erinnert. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht gezeigt, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ich fand den Trailer halt so gut und da dachte ich, dass der Film vielleicht auch ganz schön ist. Weiß man ja nicht. Vier Stück brauche ich, okay. Die sind morgen fertig. Was kann ich denn sonst noch? Ach ja, der Aufzug. Dann baue ich halt den Aufzug. Aufzug installieren. Hoppala, wo kommt denn das Ding her?
Wir können die Energielampe machen. Oh, Aquarium. Ach, hier, das hier muss ich machen. Aufzug. Was brauche ich denn? 20 Aufzugsteuerung. Ach du Gott, wie mache ich die denn? Ein Flaschenzug. Also merkt euch mal noch. Okay, die Carbonstahlbarren werden gemacht. 40 Holzdielen. Als ob. Was hast du gesagt? 40? Dann machen wir. Ey, das braucht 3 Tage. Ja, ich kann es auch gleich machen. Achso, okay. Auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Ein Flaschenzug. Holzsäulen. Wie viele Holzsäulen brauche ich? 2. Naja, man muss ja auch nicht alles gucken. Manchmal sind die Bücher halt besser als, da brauche ich noch 3 Seile. Als der Film. Und so. Ich traue mich zum Beispiel auch nicht, die Bücherdiebin zu gucken. Also die Bücherdiebin fand ich sehr schön. Ein Flaschenzug. 3 Lagerungen. 1, 2, 3. Machen wir mal 2 Stahlplatten. Wer macht dir die Stahlplatten? Du. Die Aufzugsteuerung. Wer macht denn... Jetzt kann ich schon 2 Sachen gleichzeitig machen, ne? Und ich bin trotzdem überfordert. Habe ich die Aufzugsteuerung hier drinne? Aufzug. Doch hier, okay. Nee, hier muss ich gucken. 3 Eisenbahnen, okay. Kann ich Eisenbahnen herstellen? Doch hier. 1, 2, 3. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich muss auch gestehen, als ich jetzt... Ich habe mal geguckt bei dem zweiten Buch, also von dem zweiten Teil nach... Ich weiß nicht, wie es heißt. Ein ganz halbes Jahr. Der zweite Teil, es gibt ja so eine Art Fortsetzung. Habe ich mir angeguckt. Jedenfalls so hinten gelesen und mal so ein bisschen geguckt, worum es denn da jetzt geht. Das klang jetzt für mich nicht gerade nach der krassesten... verbesserten Motor. So nach der krassesten Fortsetzung, weil Fortsetzungen sind meistens ziemlich mies, muss ich sagen. Ich bin ja, was Fortsetzungen angeht, ja sehr, sehr, sehr skeptisch immer. Was habe ich gesagt? Verbesserten Motor, ne? Da muss man echt aufpassen bei Fortsetzungen. Warum muss ich denn das eine Ding hier jetzt weggeben? Bin ich zu blöd zum Lesen oder was ist los?
Also mir fehlt noch der zweite Teil. Ach, das sind 5 Teile. Ach du Gott. Mach die mal weg, dann kannst du da nämlich noch mit rein. Ich finde, wir sollten uns umziehen. Ja. Geht? Oder was sagt ihr dazu? Kann sich das sehen lassen? Was ist das? Bonsai Teil 1. Ja, warum nicht? Damit bin ich doch einverstanden. Gehen wir raus. Passt, ne? Ach ja, Harry Potter fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe ja den ersten Teil jetzt gelesen. Und ich habe noch Teil 2 und 3, glaube ich, noch zu Hause. Doch, Harry Potter kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich möchte nur sagen, dass wir... Ach, ich habe keine genug. Nicht genug Ausdauer. Ah, so. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Da wollte ich hin. Sieht doch ganz schnucklig aus. Ich habe halt die Bikini-Figur. Oder was sagt ihr dazu? So, guck mal, mit dem Schwert hinten auf dem Rücken geht das noch viel geiler. Aber ich verstehe jetzt nicht, wann die Kacke hier abgeholt wird. Jetzt laufe ich die ganze Zeit mit Eiern in meiner Tasche rum. Und mit der Milch. Und ich weiß nicht. Zum Geier, wohin damit? Wir können auch eine Kettensäge kaufen. Okay, die Nachfrage so. Gib bitte dein Bestes, um die zu erfüllen. Schließt du eine Bestellung nicht rechtzeitig ab? Versuchst du, die Bestellung nach Annahme zu ändern, zahlen wir nur den niedrigsten, ja. Holen wir den Wagen bei deiner Werkstatt ab. Hä? Was für ein Wagen? Bei deiner Werkstatt. Ach, wahrscheinlich heißt das, holen wir die Waren. Bei deiner Werkstatt. Aber wo muss ich die denn hinpacken? Das ist ja das Problem. Ich weiß ja nicht, wohin ich die packen soll. Versteht ihr, wo das Problem bei der ganzen Sache ist? Die werden bei meiner Werkstatt abgeholt. Das ist sehr schön, aber... Ja... Merkst du was?
Ich meine, wo denn? Soll ich die hier? Wollen wir die Energielampe... Nee, komm, die müssen wir spenden. Die nächste Energielampe ist unsere. Ich bin echt zu blöd dafür. Ich raff das nicht, was die von mir wollen. Wie und wo holen sie denn die Sachen bei meiner Werkstatt ab? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Okay, ich nehme auf. Ich habe schon gedacht, jetzt habe ich mich verguckt. Gottes Willen, das wäre es gewesen. Vom Rathaus. Liebe Bürger, das jährliche Porti-Angeltag findet diesen Freitag und Samstag statt. Ja, ich weiß, darum habe ich auch schon Dings gekauft. Oh, hier ist das Benzin aufgebraucht. Ja, nehmen wir mit. Eins, zwei, drei, vier. Sind jetzt die blöden Stahlhüllen hier? Dankeschön, Dankeschön. So, was wollte ich jetzt hier bauen? Ach ja, die Aufzugsteuerung. Sechs Eisenbarren. Habe ich doch bestimmt, oder? Nee, noch gar nicht. Doch, habe ich. Hey, there used to be. Magst du vielleicht Tee? Oh, es geht. Was war das jetzt? Industriemotor, kleiner Silikonchip. Und... ich komme gleich drauf. Industriemotor. Ach ja, und die Eisenbarren. Da war ja was. Von mir aus kann sich Higgins schon seinen einen Auftrag schnappen, weil das ist so dumm. Der überholt uns nicht mehr. Wir sind jetzt schon mit fast 1000, glaube ich, weiter vorne. Waren es denn keine? Habe ich die denn nicht rausgeholt? Ich habe doch eben gerade Eisenbarren rausgeholt, oder nicht? Jetzt muss ich aber selber nochmal gucken. Ich könnte schwören, ich hätte Eisenbarren rausgeholt. So, auf jeden Fall kannst du wieder rein. Und du kannst rein. Ey, hier. So war das. Aha. So und nicht anders. Wofür brauchten wir die jetzt? Für die Aufzugsteuerung, ne? Und die Aufzugsteuerung brauchten wir für den Aufzug. Das dauert aber noch. Könnten wir aber schon machen, weil dann habe ich das auf jeden Fall hier stehen. Da fehlen mir die Seile, da fehlt mir der Flaschenzug. Hat er denn nicht schon hier wieder mal eine? Eine Stunde.
Hier sind die Seile. Die Dings. Eisenholzdielen, Kabu-Stahlbahn, Hartholzdielen. Da habe ich 4 Stück. Das dauert halt. Das dauert. Ach nee, ich muss noch Eisenholzdielen auch noch 20 Stück machen. Ich pack doch nicht die an, die ich da schon angefangen habe. So weit kommt's noch. Das dauert jeweils 2 Tage. Ja gut. Gucken wir mal, ob wir nicht irgendwo so ganz hübsch noch so einen kleinen Auftrag machen können. Jetzt sag nicht, ich soll schon wieder deine... Hey! Do you have time to look after the pumpkin prince? Thanks. I'm depend- Ich hasse die Kürbisprinzessin. Die ist voll doof. Kann die das nicht alleine machen? Wieso muss ich denn das machen? Am Ende kriegt sie noch den ersten Preis. Während ich die ganze Arbeit gemacht habe. Frechheit. Aber so kennen wir das ja. Ja, ich bin viel hübscher als Emily. Ich laufe auch viel nackiger rum hier gerade. Davon mal abgesehen. Hello, the Commerce Guild is always busy, but I feel like I'm taking part in the Talisis of the world. See you. See you. Wo ist er denn? Okay. This looks very nice, as expected of you. The mayor will be probably. Hey. Schön. Die neue Inspektion hat auf jeden Fall Stil. Sie ist echt beeindruckend. Ja, was haben wir denn so Schönes? 3 Wandlampen. 2 Hüfttaschen würde 101 und 850. 800 Orden. 10 Holzkörbe. Kann ich das überhaupt machen? Ah, wir machen es einfach. Wir gucken mal, was wir dafür brauchen für die Hüfttaschen. Wahrscheinlich müssen wir wieder Stoff kaufen. Oder Leder. Alles möglich. Vielleicht habe ich auch schon 2 Hüfttaschen und ich weiß das bloß nicht. Das ist auch möglich. Farbstoff. Schlangenhaut. Brauche ich 3. Okay. Also insgesamt 6. Qualitätsleder. Okay, dann machst du noch 2-mal Farbstoff. So, was brauchte ich noch? Ach, für den Flaschenzug, ne? Genau. So, der Rest ist einfach so abwarten und Tee trinken. Ja, du sollst ja auch den Flaschenzug einsetzen. So, Eisenholzdielen, Hartholzdielen, Karbon, Stahlbarren. So, du brauchst einen Tag. Du brauchst einen Tag. Ne, du brauchst sogar 2 Tage. Genauso wie du. Okay. Hey, das ist Mint, ne? Mint? Doch, Mint. Stopp, stopp! Hi. Hi. Engineering isn't much different from building, really. It's just a matter of project scale. See you. See ya. Wo ist denn... Ach, das kann ich gar nicht sehen, ne? Muss ich zugucken. Nee. Wenn wir rein theoretisch auf die Punkte gehen, könnten wir... sehen, wo wer ist, wenn wir mit dem befreundet sind.
Aber ich finde jetzt Dr. Xu nicht. Das ist Pinky. Ah. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt in die Wüste und hauen ein paar Schlangen kaputt. Das habe ich gesagt, ich brauche ungefähr 10 Stück. Kriegen wir hin. Ich meine, die springen ja hier so rum. Kommst du mal ran? Ich wollte auch eigentlich mehr mit dem Dings. Ich krieg doch von euch Schlangenhaut, ne? Ja. Schlangenfleisch, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Wir machen das mal so. Dann sehe ich nämlich, wann ich die Zähne zusammen habe. Anu, wo ist er denn? Hier springen noch welche rum. Schlangenhaut. Komm mal runter hier. So. Ich will kein Gift. Ich kann mit Gift nichts anfangen. Ich brauche Schlangenhaut. Was ist das? Schlange im Karton. Ich mache gerade überhaupt keinen Schaden, wirklich, aber... Hör auf, dich zu heilen. Ich kann nicht kaputt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Schlange im Karton. Das ist wahrscheinlich der Boss oder so. Also, ne. Hat ja auch jeder so eine Art Muttertier. Aber, ne, bei den Lamas war es ja das weiße große Lama. Und bei den Marienkäfern ist es ja Frau Marienkäfer. Gibt's hier nicht noch irgendwo Schlangen? Muschel und Sand. Gibt's das nicht noch irgendwo? War nicht vorne hier an der Stadt irgendwas mit Schlangen? War da nicht was? Wenn ich wüsste, wo die Dings sind. Komm schon. Lauf, lauf, Baby. Keine Müdigkeit vorschützen. Du schaffst es. Ich will halt noch Dings machen. Da sehe ich doch was. Komm, noch dreimal Schlangenhaut. Das wird ja wohl möglich sein. Und die habe ich über... Überrascht. Schlangenfleisch. Wer ist denn Schlangenfleisch? Hoppala, da ich hätte doch noch eins abgekriegt. Und da kommt auch die komische Schlange. Was für ein Level hat die 45? Im Karton. Ratterdazong, Ratterdazong, weg ist der Balkon. Kennt das nur einer von euch? Ich kannte das früher mal von... Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber... Wurde früher mal, als ich noch klein war, sowas zu mir gesagt. Hause. Ich glaube, Museum hat schon zu, ne? Shorty. Hey, I have met a couple of people from the Flying Pigs before. They were getting their planes from Vega 5. I think all senior members of their guild have their own planes. Goodbye.
Ich verstehe aber immer noch nicht, wie das gemeint ist mit Dings. Ich hoffe, ihr könnt mir das vielleicht in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst. Wie ich denn die Aufträge erfülle, weil ich habe ja die Eier und die Milch, vor allem die Eier, aber anscheinend denkt sich so das Spiel, ne, hab ich keinen Bock drauf. Und ich würde ganz gern wissen, wie ich denn das einlösen kann. Wenigstens einmal. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. So. Was sagt denn eigentlich hier unser... Nee, nicht Charakter. Das war eigentlich das, was ich nicht wollte. Er ist unser bester Freund schon. Den kann es ja nicht mehr so lange dauern. Ah, ich brauche nur einmal Qualitätsleder, ne? Einmal Qualitätsleder, bitte. In 2 Stunden. Komm, wir gucken mal, wo der sich rumtreibt, der Halunke. Hier ist er nicht zu sehen. Ist er auch nicht. Gell. Wo steckt der denn? Martha, Alice Blumenladen. Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt, ey. Kann doch nicht wahr sein. Dann machen wir morgen die 2 Hüfttaschen. Und dann hat sich das. Dann kann ich den Auftrag abgeben. Einmal Hundefutter für dich. Einmal Katzenfutter für dich. Was heißt Katzenfutter und Fisch? Sie isst Fisch. Der Rest dauert halt noch so ein bisschen. Dünger müssten wir auch mal wieder kaufen. Ach, das Ding ist fertig. Wer hätte das gedacht? 13 Sorten, ne? Das Ding ist auch reif. Damals halt Peter. Ach, ich hasse diesen Apfel. Das ist doch voll kacke. Ach, guck mal, wer er ist. Unser Freund. Hello. The bacteria grow rampantly in this season. But it should be fine if you can keep up with your hygiene and have your home well ventilated. Das sind so gift. Thanks. Dinge, die man eigentlich nicht hören will als zukünftige Freundin. Spiel mit Dr. Xu morgen von 18 bis 20 Uhr. Oh la la. Goodbye. Goodbye. Das haben wir jetzt, ne? Ja, das dauert noch. Wie viele Carbonstahlbahnen habe ich jetzt? 8. Komm, dann mach du noch mal 30. Das ist jetzt meine Holzkohle alle. Damit kann ich leben. Wo haben wir denn die gute Frau? Das heißt, morgen haben wir ein Date. Wieder ein Spiele-Date. Hello! That Starlight Island you see out there on the horizon is a great place to fish. Boy! I'm planning to send Nora over to preach at South Block once a week. I think it'll be good for her to spread her wings a bit. Ja, lass sie machen. Ich kann das schon, glaube ich. Weiß nicht, aber bestimmt.
Bestimmt kann die das. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich meine, wenn ich schaffe, Führungen zu halten, dann schafft Nora auch, den Leuten was vorzubeten. Da bin ich mir sicher. Wo steckt die Frau denn? Da drin? Bist du hier drin? War das jetzt Sam, die das haben wollte? Ja. Hallo. So sieht die richtig cool aus, ne? Molly's really something. I don't think we could defeat her, even if all three of us in the Civil Corps banded together. Of course, I don't think Arlo will admit that. So in dem Outfit sieht die richtig geil aus, die Frau. Aber okay. So, dann gehen wir erstmal das endlich mal im Museum abgeben. Weil der Aufzug braucht noch. Das andere kann ich auch nicht machen. Ich kann gerade gar nichts machen, außer die Aufträge. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich schon wieder zusammenbekommen? 21.000. Ja. Kann man ja nicht meckern. I took a look at the plane parked outside. Aha, aha. Der Kunde möchte dieses Teil tauschen. Wunderlampe. Hm. Was bist du denn? Um mal ganz blöd zu fragen. Kleines Relikt, okay. Kleines Relikt. Die kleinen Relikte waren, glaube ich, hier vorne, ne? Nee. Kleines Relikt hier. Bam! Und weiter geht's. Wie viel fehlt mir denn noch? 24. Ach, Menno! Uff, Ausstellungen. Hier kann ich mal sehen, was alles ausgestellt wird. Das ist ja sehr schön. Noch 36. Okay. Es wird einfacher, sobald wir dann wahrscheinlich den Relikt-Scanner haben. So, dann fahren wir jetzt mal. Die wollen irgendwas von mir. Die wollen aber halt auch immer was zu essen. Das ist so voll dumm eigentlich. Ich hab doch nichts zu essen für euch. Mars and I went to check out the new South Block. If it weren't so hot and far from the school, we'd be interested in moving there, since there are customers passing through every day. Hello. Gemüsesalat habe ich nicht. Gemüsesalat habe ich nicht. Was willst du? Hi. Garnele mit Käse und Reis. See you. Was haben die denn für Geschmäcker? Was ist denn los mit denen? Wir sind da am Dingsen. Ich habe das auch noch gar nicht so richtig verstanden, wie das jetzt hier so laufen soll. Wie ich denen denn eigentlich rein theoretisch die Datadisk geben kann. Außer, dass ich bei dem im Laden was einkaufe. Das ist ein bisschen wenig, oder? Einfach mal mit den Leuten quatschen. Wenn du hart arbeitest und das machst. Zwei Hüte aus Alpaka-Haar gibt es 89.800 Dings. Armstrecke. Ja. Machen wir das. Ah, wir sind immer noch mit 1000 vorne. Higgins kann einpacken. Higgins kann sowas von einpacken. Wir machen das. So. Ja gut, ich gucke jetzt auch immer, was das meiste Geld bringt. Und Armstrecker und so. Also, ne, und Rufpunkte. Wer weiß, wie der Higgins das macht. So, was brauche ich denn für Armstrecker? Wenn ich mal so fragen darf.
Bronzebarren und Federn. Ja, gut. Machst du noch 3 Bronzebarren? 1, 2, 3. Wir sind 6 Stunden durch. Du hast noch genug Energie. Du jetzt auch. Kann ich dir nicht schon 10 irgendwie hinpacken? Das dauert alles viel zu lange. Aufzug und Armstrecke. Jetzt muss ich aber halt auf die Bronzebarren warten. Was kostet mich eigentlich die nächste Erweiterung? 75.000. Ja. Auch 50.000, das kriegen wir hin. Mal ein bisschen Holz hacken. Wir könnten ja rein theoretisch in die Mine gehen und gucken, ob wir, also nicht jetzt unbedingt wegen Eisen, aber einfach Relikte sammeln. Schauen, ob wir nicht noch irgendwo Relikte finden. Weil da haben wir jetzt bezahlt und jetzt würde ich die Mine auch vorher echt komplett fertig machen. Beziehungsweise die Zeit nutzen. Wenn ich schon für das Ding bezahlt habe, dann will ich das jetzt auch, richtig so gut wie es geht ausschöpfen. Aber es ist halt schwierig, Relikte zu finden, weil bis jetzt haben wir immer nur den Umstand hier. Das ist eine Kiste. Ah, das ist Härtungsmittel. Das ist gar nicht so schlecht. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. War doch da noch was. Sieht aus wie eine Linse, ehrlich gesagt. Ich traue dem Ganzen nicht. Es könnte eine Linse sein. Oh, seht ihr das? Ich habe einen gestreiften Schlüppi an. Das ist ja nett. Also das mit dem Museum finde ich eigentlich ist schon eine sehr süße Sache. Schon deshalb, weil dadurch steigen wir ja auch bei den Freundschaften, habt ihr ja gerade gesehen. 11 Punkte bei dem einen, weil er sich das U-Boot da angeguckt hat. Also ich finde schon cool, dass das auch genutzt wird. Und einfach, man hat ja auch gesehen, wie es gebaut wurde, was ja auch sehr schön ist. Das heißt, man sieht auch so ein bisschen Veränderung in der Stadt. Aber noch so. Der große Eiseneimer. So. Sprungfeder, Sprungfeder. Sprungfeder. Tischtennisschläger braucht man nicht. Na gut, gehen wir mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwo hinkommen, was wir auch gebrauchen können. Das sieht halt nämlich irgendwie aus, als wären das wirklich Relikte. Soldat mit Zepter, das ist gar nicht so schlecht. Eine Nahaufnahme von meinem Schlüpper. Soldat mit Lanze. So. Schön, dass wir das geklärt haben. Oder was sagt ihr dazu? Tischtennisschläge. Ich nehme die 30 da unten. Ah, einfache Schaltkreise auch, sehr nett.
Ah, wir könnten auch unser Stein verkaufen, sehe ich gerade. Entweder wir wandeln es halt in Holz um. Oder wir verkaufen es einfach. Oh, das sieht doch gut aus. Einmal nach dem Motor und einmal nach irgendwas anderem. Ach, die Eulenuhr. Okay. Schon wieder eine Waschmaschine. Ich glaube, das ist eine Waschmaschine. Jo, haben wir aber schon. Eine im Haus reicht doch wohl aus. Oder was sagt ihr dazu? Ich meine, natürlich kann man sich auch mehr holen, aber es ist eigentlich keine Geldverschwendung. Dann holen wir uns den noch. Ich weiß, wir haben das Geld, aber ich bin doch ein bisschen knauserig, was das angeht, dass ich eine zweite Mine öffne. Obwohl, ich glaube, bei der anderen Mine wir dann doch eher die Chance haben, Relikte zu finden. Ich bin so geizig. Das kostet halt immer so viel Geld. Ich denke mal, die haben alle zu. Dann machen wir das mit dem Verkauf später. Kann ich irgendwas machen? Nee, schade. Das ist fertig, das ist fertig. Ah, die Armstrecker kann ich machen. Ach, jetzt ist es auch zu spät, um die besuchen zu gehen. Ich denke mal, einen Tag machen wir noch. Was sagt der Kalender? Morgen ist das Date. Ich bin auch extra schick angezogen. Würde ich mal sagen. Was ist denn los? Du hast doch was zu fressen gekriegt. Die stellen sich manchmal an. So, sieht doch schon wieder wesentlich besser aus. Wenn wir ja schon mal dabei sind. Können wir das ja gleich mitnehmen. Wuff, wuff. Gehen wir jetzt mal. Ich nehme das auch mit. Ah, das kann ich gar nicht. Verdammt. Ich dachte, ich könnte das Lama auch ins Museum stecken. Ich kann's nicht. Was für eine miese Kiste. Gott, wie ich die Äpfel hasse. Schön, dass du gerade vorbei rennst. Den spare ich mir doch hier das Laufen. Du brauchst noch 3 Stunden, du brauchst noch 10 Stunden, okay. Dann haben wir das mal weg. Wie gesagt, ich bin kein Fan von, wenn es mir hier alles so ein bisschen auf die Nüsse geht. So. Dann gehen wir mal. Kann ich
Kannst du mir nicht ein paar coole Rezepte jetzt mal langsam mal wieder verkaufen? Maybe I should go spar with this flying pigs inspector. I have heard. Chili Pfeffer. Fischbrei, okay. Hat jetzt auch nicht das Große gebracht. Hello. We fought alongside some members of the Flying Pigs during the war decades ago. They were formidable fighters. Goodbye. Goodbye. Hey, I read in a magazine before that the Flying Pigs were so awesome that they have their own fan club. Goodbye. Oh. Ich würde jetzt sagen, ich will auch mal einen eigenen Fanclub, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, man muss es ja auch nicht arg übertreiben, oder? Hallo Mirofleisch, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, das blöde Lama verkaufen wir jetzt auch. Ah ja, die Waschmaschine wollte ich noch an den Mann bringen. Noch irgendwas? Nee, das behalten wir. So. Ja, ja, die ist mein Fan. Sie ist sogar mein treuer Fan. Du bist auch der einzige Fan, der bis jetzt was geschickt hat. Oh, healthy food again. I know it's good for me, but I... What's the matter, Sam? You look... stressed? Oh, hey! You're just the person I'm looking for. You see, I think I'm being haunted by a lunch fairy of sorts. Huh? Wait, don't give me that look. Hear me out. For the past week, someone has been sneaking healthy food into my lunch. I know I should eat healthier, but someone else has taken the initiative to change what I eat. I want to know who's doing it. I'm still doing my rounds, so can you help me? Klar, that's warum nicht? My detective. Ja, du bist einfach zu gut für die Welt. A good place to start would be to ask Arlo and Remington. It could be one of them. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die beste Freundin ist. Ich habe mir heute, beziehungsweise ich habe mir mit meinem Arbeitskollegen jetzt die Doku Super Size Me angeschaut. Kennt ihr die? Wo so ein Typ 30 Tage lang nur McDonald's frisst. Einzelsitze. 60, 600. Okay. Geh jetzt mal weg. Verbundholzbretter. 700, 101. Zwei Hüfttaschen. Ja, komm. Nehmen wir die. Also ganz ehrlich, der hat dreimal am Tag McDonald's gefuttert. 30 Tage lang. Boah. Also ganz ehrlich, zwischenzeitlich hätte ich hier auch mal Bock auf McDonald's, ne? Aber 30 Tage lang nur McDonald's zu essen. Da hätte ich aber auch gekotzt. Also das war ja so... Oh. Bei aller Liebe nicht. Nee. Wieso kann ich nur... Ah, mir fehlt das Baumhaar. Aha. So wird also gespielt. Ich muss mir erstmal meinen Carbon holen. Amirofly, wie geht's? Also, geht's gut? Was machst du sonst so? Ich versuche jetzt einfach mal so Konversationen zu betreiben. Was habt ihr denn heute so Schönes gemacht? Ich war arbeiten. Und hab mir mit meinem Arbeitskollegen die Doku Super Size Me zu Ende angeguckt. Das ist doch mal eine Arbeitseinstellung. Was sagt ihr dazu? Hat auch nicht jeder. So, was ist das hier? Holzbretter. Brauchte ich nicht noch Holzbretter?
Arbeiten und Fernsehen. Läuft denn irgendwas gerade Gutes im Fernsehen? Weil ich habe das Gefühl, da läuft immer nur das Gleiche. Ich finde schon wirklich so Streams anzugucken oder brauche ich 40 Hartholzdielen? Ach du Schande. Ich finde, jetzt sind wirklich Streams und Let's Plays und alles was schon echt die bessere Variante, ne? Als Fernsehen. So, 6 fehlen mir noch. Ah, fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, ich muss aber mal zu dem Dings gehen. Die sollen mir mal wieder Baumhart schicken. Ach ja, stimmt ja, die muss ich ja auch noch reden. Hm. Da war ja was. Eine geheimnisvolle Mittagsfee. Also das Event kannte ich jetzt selber auch nicht. Ja, Netflix ist ja schon wieder auch so ein Ding, ne? Das ist schon wieder eine gute Alternative. That's pretty funny. Perhaps try Dr. Shu's clinic. They're next door to the Civil Corps building. I want to see the look on Sam's face. Es war hier die Phyllis. Es war hier Phyllis, die Frau. Jede Wette. Ich finde das aber lieb. Frag mich, was sie sich so beschwert. Ich finde das mit den DLCs so toll, dass die echt andere Klamotten anhaben. Außerdem muss ich auch drauf achten. Zwecks Date. Aber ganz ehrlich, manchmal macht es man ja auch wirklich nur noch so. Ich lasse ganz gerne immer irgendwas laufen, damit ich so eine Hintergrundkulisse habe. Nebenbei mache ich immer tausend andere Dinge. Aber ich brauche manchmal so eine Hintergrundgeräuschkulisse, damit ich mich nicht so alleine fühle. Sneaking in a healthy lunch, I have an idea of who it is. Phyllis always brings a lot of food for lunch, enough for two people. I always thought she was eating lunch with someone else, but I've never... Ich wusste es, Phyllis. Dr. Shu, observant as ever. Guess I can't hide it forever. Yes, it's me. I want to change Sam's habit of eating junk food for lunch, but I don't think she'll ever listen to me. This was an intervention. Her unhealthiness was driving me crazy. As a friend, I can't just stand by. I guess she must be very annoyed by now. Let her know it was me. And tell her I'm sorry? Well, not too sorry. Ja, oder Musik hören. Aber bei Musik, ich weiß nicht, ihr werdet lachen, aber ich habe mich so konditioniert in den letzten Jahren, dass jedes Mal, wenn ich Musik höre, habe ich das dringende Bedürfnis, Free Cell zu spielen. Dieses Kartenspiel, was es auf jedem PC so gefühlt gibt. Jedes Mal, wenn ich... Ist egal, was für Musik. Ich muss immer Free Cell spielen. So it was Phyllis, that girl. It all makes sense now. We had a conversation last week about eating healthier, but I brushed her off. I should have known she's not one to give up easily. Guess I'll follow up with Phyllis tomorrow. Over some salad, no doubt. Thanks for the detective work. Wieso muss ich eigentlich die Arbeit machen? Ich dachte, sie ist hier von diesem komischen Suchtrupp. Dass sie doch so super toll Investigation so Kram machen kann. Habe ich jetzt eigentlich schon einen Auftrag abgeholt? Nee. So, doch. Verbundholze. So, die sind ja da beim Machen. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Mensch, ist Kinder. Jetzt habe ich das doch jetzt glatt vergessen. Peach Plaza. Ich wollte zum Dingsbums. Peach Plaza ist hier, ne? Oder ist das der Peach Plaza? Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal gucken.
Nicht, dass der Typ dasteht und auf mich wartet. Aber im Bikini zum Date ist doch eigentlich voll die gute Idee, oder? Ich kann die Fledermaus nicht kaputt machen. I like the Inspector's hairstyle. Maybe I should emulate it. Goodbye. Goodbye. Art anpassen. So. Vielleicht nehmen wir das jetzt mal hier raus. Machen daraus nur noch 5. Und hier 10. Hier machen wir es auch nur noch 5. Bestätigen. Bezahlen. Ja, bestätigen. 20.000, du hast ja wohl Rad ab. So. Ich bezahle dir noch keine 20.000, ey. Wo ist denn jetzt der Peach Plaza? Hier vorne. Da steht aber nur Emily. Ja, vielleicht kommt's noch. Wenn um 18 Uhr das Date ist. Aber was machen wir mit dem? Wir könnten... Wir haben die Heißluftballons. Das, da hatten wir schon ein Date gemacht. Wir könnten noch mal so malen im Sand. Das fand ich eigentlich ganz cool. Was sagen wir jetzt hier meine Bretter? Ach, noch 4, ne? Müssen 4 schon nennen. Du hast das Harry Potter für den Game Boy Color. Es gab ein Harry Potter Spiel für den Game Boy Color. Ist Harry Potter schon so alt? Echt jetzt? Ist Harry Potter so alt schon? Oh mein Gott, wie alt bin ich denn? Krass. Es gab 2 sogar. Mhm. Wusste ich gar nicht. Ich hatte mir auch mal überlegt, ob ich nicht Eisenbahn. Komm, mach mal. Habe ich noch einen hier frei? Doch. Mach mal. 7. Und du machst mal 10. Ich hab gedacht, Harry Potter war noch nicht so. Ich hab's jetzt jedenfalls nicht so alt in Erinnerung, ehrlich gesagt. Weil für mich ist irgendwie Game Boy 1990 gefühlt. Aber wie, ich überleg grad, wie alt war denn der Game Boy? Also ich durfte keinen haben, das weiß ich noch. Und jetzt bin ich gerade am überlegen. Boah, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man sagt, ja, ich bin 2002 geboren, ne? Wenn man überlegt, die sind jetzt 17. Aber das hört, für mich sind die im gefühlt immer noch 10 einfach. So ein Denken habe ich gerade. Es tut mir leid, aber... Ne, alle die... Vor 2000, also nach 2000 geboren sind, sind für mich einfach nur 10. Nicht älter. Na, der erste. 19, da bin ich geboren worden. Echt krass. Ich fühle mich jetzt gerade voll alt, ehrlich gesagt. Also richtig alt. Ich weiß nicht, ich kann Leute, die sagen, ich bin 2000, nach 2000 geboren sind, ich kann die nicht ernst nehmen. Das ist so, ich weiß nicht, für mich ist das einfach... Oh, ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch.
Du bist morgen fertig. In 2 Stunden beginnt das Spiel. Ja, lasst uns spielen. So, was wollen wir jetzt mit dem machen? Mit dem Typen? Ich würde sagen, Heißluftballon findet er jetzt... Naja, da hat er jetzt nicht so viel dazu gesagt. Wo ist er denn? I'm going to be following Inspector Molly's survey closely. I'll probably write a detailed report once she's through. Hi! Warum ist denn hier? Ach, da ist er. Hi! Hi! Do you go on adventures often? Keep some drugs at hand. Ja, komm, wir können mit dem Spiel anfangen. Also, was wollen wir heute machen? Oh, brother. You're not looking to join the Flying Pigs as well, are you? Nein. Was hat er gesagt, er will zu den Dingsbums? Hello. Guck mal, Emily sieht doch voll süß aus in ihrem Outfit. In the spring. I gotta work hard and make more help. See you. Der möchte ganz gern essen gehen, habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo mein Blättchen ist für Gerichte. Hier. Dü. Komm, gehen wir essen. Über Lieblingsessen reden, das ist immer eine gute Idee. Ja, aber es fühlt sich halt komisch an, wenn man so sagt, ja, ich bin 2000 geboren oder 2005 oder so, keine Ahnung. Dann denkst du so, der ist doch nicht älter als 10. Alle sind nicht älter. Er trinkt keinen roten Tee, danach kann er nicht schlafen. Okay. Was mache ich jetzt? Nach der Arbeit fragen. Pretty swell. We don't have a large population here in Portia. So I can manage with the help of Phyllis. Speaking of which, she's learning everything so fast. Pretty soon she'll surpass. Beschenken. Hier, kriegst einen Kräutertee. Lass mal beschenken. Ja, komm. Er mag die Säfte, die sie hier haben. There's a case that I want to solve here. I wasn't expecting to stay here in Portia at first, actually. But I really want to solve this case and cure this patient. Ich muss dazu sagen, wir durften aber auch keinen Gameboy haben. Wir hatten dafür aber gebackener Reis. Nee, das hatten wir nicht. Weil meine Mutter mag keinen Reis. Reis und Huhn. Mit Curry. Nee, unsere erste Konsole war tatsächlich diese SNES. Da, wo man Mario 3 drauf spielen konnte und Dr. Mario. Kieferhahn. Schwarzwälder Kirsch. Der haut aber jetzt auch richtig auf die Kacke hier. Ganz ehrlich, hätte ich ein Date. Ich würde niemals sagen, hier, ich bestelle jetzt das. Sondern ich würde einfach gucken, was am wenigsten kostet, wenn er mich schon einlädt. Und dann auch nicht so in rauen Mengen, sondern das wär mir super peinlich, ne? Ja, mein Nichte ist auch 17. Trotzdem ist er für mich irgendwie noch gefühlt 10. So. Ich würde niemals, ohne Scheiß, ich würde niemals so viel bestellen bei einem Date. Ja, das wäre mir einfach zu peinlich auch. So. Halt, nee, Quatsch, irgendwas mit Wartenscheunfüßen war es doch noch. So, ich habe jetzt 4 Gerichte. So, 1, 2, 3, 4, 5 sind aber 5. Ich habe die Eitart vergessen. Und das kostet mich 85. Wow, alle meine Leibspasen. Ja. Habe ich mir gut aufgeschrieben, ne? Bin ich auch. Was mache ich jetzt? Gehen. Was willst du sonst machen? Gehen. Komm, wir machen nochmal Malen in dem Sand. Ich fand das mit dem Malen im Sand ganz cool. Da müssen wir aber, glaube ich, hinfahren. Das ist mir zu blöd. Hier, nehme ich hier unten. Malen. Naja. Was war denn eure erste Konsole? Also unsere erste Konsole war wirklich diese NES oder SNES.
Und danach kam die PlayStation 1. Das weiß ich noch. Aber sowas wie ein Gameboy oder sowas durften wir nicht haben. Super Nintendo. Ja, weil es einfach Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, Super Nintendo macht auch schon richtig coole Sachen. Ich bin zwar mit deren Finanzpolitik nicht so einverstanden, weil ganz ehrlich, 60 Euro für ein Spiel ist schon hart. Aber, aber die machen halt auch schöne Spiele einfach. Und das mit den Konsolen und so ist schon ziemlich gut. Nur, die sind halt arschteuer, die Schweine. Das ist ein hässliches Herz, oder? Nintendo 64 hatte ich tatsächlich nicht. Aber wir haben jetzt uns ja, wir haben ja die Nintendo, also Super, die Super Nintendo und Nintendo 64 S Mini da haben wir ja. Da haben wir uns ja die Mini-Sachen geholt. Obwohl das ja so gesehen... Wo ist denn der hin? Kommst du mal wieder? Obwohl das ja so gesehen eigentlich auch nur Geldmacherei ist, ne? Aber was soll's. Nicht schaukeln, ich will wippen. Wippen ist cool. Können wir eine Weile hier spielen? Nein. Weil wir keine Dings haben. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Wo ist denn jetzt hier das... Wir setzen uns jetzt hier auf die Bank. Sicher. Plaudern ist halt immer gut. Ich bin mit dem Boot nach Sessai gefahren. Das war einer... Was einer erhellenden Erfahrung. Die Seide, der Jade, das Essen. Es war einfach unglaublich. Auch von Essen zu reden. Du bist echt beliebt. So this is my community now. Wir machen jetzt gar nichts, aber wir haben jetzt Date beendet. Ich kann nicht glauben, dass unsere Verabredung schon vorbei ist. Das sollten wir wiederholen. Sind wir denn jetzt mit dir aufgestiegen? Komm schon. Oh, da fehlt nicht mehr viel und er wird unser Boyfriend. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Aber auch nur fast. Da fehlt nicht mehr viel. Da muss ich jetzt überlegen, wie war das denn dann mit dem Boyfriend? Mit heiraten. Boah. Lass mich überlegen. Ich weiß, ich muss ihn bei dem komischen, mysteriösen Händler irgendwas kaufen. Das heißt, wir brauchen 50.000 für das Haus. Und mehr noch für... springen wir ganz kurz rüber. Wie viel brauche ich nochmal hier? 75, okay. Der ist voll teuer. So, dann haben wir wenigstens etwas fertig. Oh, hier ist das Benzin aufgebraucht. Ja, so eine Schweinerei, aber noch 9 Stunden. Machen wir mal 10. Ich will ja nicht so sein. Was sagt die Karte? Okay. So. Ah, ich sehe schon. Es wird Zeit, den Part zu beenden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.